Den McDonald's in Harz durften viele, viele Kinder vergangene Woche mal ganz anders erleben. So stand ein ganz besonderer Kinderfasching auf dem Programm. Da, wo normalerweise Kindergeburtstage gefeiert werden, Chicken Nuggets, Big Mac und Co. über die Theke des vor wenigen Monaten großzügig und hochwertig erweiterten Restaurants gehen, wurde gemeschkelt, was das Zeug hält. Über 200 Kinder in Begleitung mit ihren Eltern und Großeltern spielten und malten um die Wette. Für den Eigentümer standen Traditionen schon immer ganz weit vorne und so hielt eben eine Vorarlberger Tradition, die im Jahreskalender ja nicht mehr wegzudenken ist, die fünfte Jahreszeit Einzug in einer etwas anderen Lokalität. Naja, wir haben schon lange vorgehabt, ein richtig schönes Fest für unsere kleinen Gäste zu geben und die Faschingszeit, eine traditionelle Kultur eigentlich in Vorarlberg. Das war der Anlass halt, dass wir uns gedacht haben, wir laden viele Kinder ein mit ihren Eltern und machen ein richtig schönes Familienfest im Ländle. Die Eintrittsgelder dieses Events gingen zur Gänze an die Ronald McDonald Kinderhilfe. So kam auch der karitative Zweck nicht zu kurz. McDonald's hat traditionell zunächst mal großes Herz für Kinder und die Ronald McDonald Hilfe Österreich ist jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren bei uns etabliert in Österreich und der Grundgedanke dahinter ist, wir feiern nicht nur mit den Kindern, sondern wir denken auch an die Kinder, die heute nicht mitfeiern können, die vielleicht im Krankenhaus liegen und Zuwendung brauchen. Ein kleines Highlight bei der eh schon ausgelassenen Stimmung bot auf jeden Fall der Einzug des Bregenzer Prinzenpaares Prinz Neptun Thomas II. Und Wasserprinzessin Christiane I. Samt Gefolge bildeten sie zusammen mit den Fanfaren und allem, was dazugehört, den wohl kleinsten Faschingsumzug der Welt. Denn der McDrive wurde kurzerhand als Umzugsroute umfunktioniert. Spezieller geht es einfach nicht mehr. Auch das Prinzenpaar war von der Idee, einen Kinderfasching in einem McDonald's zu veranstalten, angetan und kam dieser Einladung natürlich gerne nach. Das ist etwas ganz Besonderes und gerade wenn so viele Kinder da sind und die Kinderaugen leuchten und strahlen und die Prinzessin anschauen möchten, dann ist das schon ganz ein besonderes Gefühl. Ich denke, es ist auch was Besonderes, den kleinsten Faschingsumzug der Welt beim Harder McDonald's zu machen. Stimmt, aber wenn es schon so vor der Haustür liegt und wenn unser Geschäftsführer einlädt, dann kommen wir natürlich gerne. Wir machen sonst auch große Umzüge mit Lastwagen und Gefolge und allem drum und dran und da macht es schon Spaß, aber im Kleinen als Kontrastprogramm dazu zu machen. Anschließend ließ ein Zauberer die Kinderaugen glänzen. Sie machten alle top motiviert mit und so wurde ihnen natürlich alles andere aber nicht langweilig. Vor allem aber hat es ihnen gefallen und die Kids persönlich haben uns verraten, was sie an diesem besonderen Tag alles erleben durften. Gut. Warum? Weil es so Spiele hört und zaubert hört. Gut. Warum? Weil man da gratis Happy Meal kriegt. Also er hat einen Luftballon gemacht, war so Schwerter und jetzt hat er auch noch ein paar Zaubertricks gemacht und ich hab's cool gefunden. Aber auch die Eltern waren von dem etwas anderen Kinderfasching fasziniert. Also wir sind seit 14 Uhr hier und wir haben riesen Spaß und uns gefällt es sehr gut. Das ist für mich auch das erste Mal, ist wirklich ganz toll und Zauberer, Ballspiele, ist wirklich toll. Ja, super.
So neigte sich also der erste Kinderfasching des Harder McDonalds mit insgesamt über 650 begeisterten Besuchern dem Ende zu und auch der Veranstaltungsleiter zeigte sich überaus glücklich. War sehr erfolgreich, wie man sieht, die Kinder sind immer noch im Spiel und haben Spaß und es sind so viele Leute gekommen, mit dem haben wir nicht gerechnet, für das erste Mal weiß ich, echt ein Riesenerfolg und wir sind sehr glücklich darüber. In diesem Sinne auch von unserer Seite noch ein kräftiges Ore Ore.